Okay, Leute, es geht weiter mit Chrono Trigger. Und sehen wir uns das mal an. Wo du hier bist, noch alles in Ordnung? Dies ist das Königreich Guardia. Wir kämpfen gegen Margus Armee. Wusstest du das? Nein. Ehrlich? Wir brauchen ja auch unbedingt unwissende Fremde hier. Okay, was passiert, wenn ich Aya sage? Natürlich. Dann halt die Klappe. Ihr unfreundlicher Bastard. Der Tausendfeuer? Was? Bist du verrückt? So ein Unsinn. Zum Glück, sie haben König Lena endlich gefunden, in den Bergen. Sie ist sicher froh, so zu Hause zu sein. Und? Du? Alle haben sich Sorgen gemacht, der König war ganz außer sich. Wir dachten, Margus hätte sie geschnappt, zum Glück ist sie unwohlauf. Margus Armee hat die Zinnerbrücke zerstört, so dass niemand nach Süden kann. Hallo, Wirt, ich will auch mit dir reden. Und was bist du denn? Bist du hier auch fremd? Ich bin Thomas, der Abenteurer. Kauf mir was zum Trinken und ich erzähl dir was. Gut. Apfelwein bitte. Ich kaufe mal Apfelwein. Danke, wegen der verschwundenen Königin. Sie verschwand, als sie die Kathedrale besuchte. Und wie bitte? Was? Sie haben sie gefunden? Nicht so wichtig. Hast du was damit zu tun, du Wichser? Okay, hier kann ich bestimmt dann schlafen. Eine Truhe, die ich nicht öffnen kann, weil die irgendwie versiegelt ist. Wohnhaus. Und? Ich bin Banta, der Schmied. Ich fertige eine Glocke für den König, als Geschenk für seine geliebte Lena. Als der König verschwand, hörte ich auf. Ich konnte einfach nicht daran weiterarbeiten. Doch nun bin ich wieder eifrig dabei. Ist es in der Zukunft? Meine Mama will eine Tochter, die ebenso intelligent ist wie schön. Ist es in der Zukunft oder in der Vergangenheit? Das ist das Dorf, wo wir aufgewachsen sind, aber... Irgendwie sieht alles anders aus. Alles sieht anders aus. Okay. Ein Jahr Tausendfeuer? Hier? Wovon redest du? Wir schreiben das Jahr 600 und der 21. König von Guardia regiert. Wir sind seit Jahren im Krieg. Wann endet der bloß? Warte, sind jetzt im Zeitpunkt? Haben wir jetzt einen Zeitsprung zurückgemacht oder nach vorne? Ihr kämpft gegen Margus? Wunderbar. Denkt dran, die gekaufte Waffe auszurüsten. Kein Schaufensterbummel. Was wollt ihr? Kaufen. Ist Male bei... Ich dachte, Male muss ich noch... Hä? Die ist bei mir schon? Und wie viel Geld habe ich? Ach, kann ich noch nicht so viel kaufen. Eisenklinge habe ich. Karatanzug. Okay, raus. Danke, bis bald. Kathedrale. Das ist die Kathedrale, okay. Guardia-Wald. Okay. Wo ist jetzt Male? So. Drei auf einmal. Din, 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 weg mit euch. Wie, du lebst noch? Wie, du machst mir 5 Schaden? Ja, halt's mal, mach mir keine Grimassen hier. Weg mit dir, 24. 10 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte, 47, ah, okay. Ich weiß nicht, ob ich hier sehe. Was ist das denn? War das eine Falle von denen? Wieso retten die diese komischen Viecher? Egal, weg mit euch. Ach, scheiße, die haben mehr... Ah, okay. Rollreiter. Die greifen nicht an. Okay. Ich weiß nicht, was ihr Problem ist, aber die wollen irgendwie nicht angreifen. Doch jetzt schon, aber davor wollten die irgendwie nicht. Okay, weg mit euch. Dir muss ja auch noch einen Schlag verpassen, dann bist du auch weg. Dankeschön. Okay. 4 Tech-Punkte, 80 Skill. Eine Kraftpille gefunden. Eine Kraftpille, okay. Chrono. Okay, das ist gut. Nein, raus mit uns, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hingehen soll.
Egal, ich gehe einfach mal in die Kathedrale oder so. Die Brücke ist zerstört, oder wie? Ja, die ist zerstört. Okay, und du? Diese Brücke wird repariert, weil Markus Armin sie zerstört hat. Aber bis zur Cyrus wiederkommt, kämpfen wir bis aufs Blut. Haben wir jetzt eine Rückzeit zurückgemacht oder was jetzt? Ich verstehe jetzt die Story jetzt momentan nicht so. Kathedrale. Hallo? Wir wollen nichts als den Weltfrieden. Oder einen Weltfriedhof. Hihi. Hä, was bist du denn? Mögt ihr zum Orgels Rezitativ nicht dabei bleiben? Es ist wahrhaft tödlich. Die Leute wüssten in einer wahrhaften friedlichen Welt nichts mit sich anzufangen. Oh, was für eine Lecker. Ich meine, nett aussehende Menschen. Okay, das sind keine normalen Menschen, das sind irgendwie Kannibalen oder so. Oh hier, oh yeah, ihr könnt ein wenig zu essen vertragen und einen Ort zum Ruhen. Okay, ich gehe raus. Din, 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 din. Din, 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 din. Din, 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 din. Friedensschlucht. Okay, von da komme ich. Din, 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 din. Okay, da muss ich da rein. Aber wieso muss ich die ganze Zeit alleine kämpfen? Ich hab keinen Bock. Ich muss mit jemandem da allein. Ich muss doch nicht die ganze Zeit da alleine kämpfen da. Ich hab keinen Bock drauf. Was seid ihr denn für Viecher? Verdammt, ich hab nur auf einen gemacht. Nein, auf zwei. Gut, gut, gut. Das müsst euch jetzt umbringen. Okay, gut. Angriff. Blauadler. 11 Schaden. Okay, nimm gleich an Tonic. 26 tot. Gut so. 9 Erfahrungspunkte. 3 Tech-Punkte. 96 Skill. Heilung erhalten. Krone erreicht nächste Stufe. Und Objekte. Tonic. Okay, das ist gut. Und jetzt raus. Hoffe ich jetzt mal. Ich hoffe, es kommen jetzt keine Gegner mehr. Was willst du? Ach, da ist ein Monster im Busch. Ach, ihr Viecher auch noch. Objekte. Ich glaube, ich muss auch wieder gleich rausgehen und ein paar Heilungsmittel, also ein paar Ether oder MP-Punkte-Ding rausholen. Also kaufen. Ja, stirb. Danke. Mit 60 Schaden. Oha. Danke, danke. Tonic erhalten, okay. Okay, die Gegner tauchen immer wieder auf, merke ich mir. Angriff. Der erste ist schon weg. Der eine macht Grimassen, der eine rollt rum wie ein Pokéball. Der rollende Wichser ist tot. Jetzt kommt der eine, der eine ganze Grimassen schneidet und denkt, er kann damit durchkommen. Niemals hier. Weg. 32. Den, 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 Tonic erhalten. Okay, ich gehe jetzt wieder mal kurz raus. Und in den Laden. Den, den. Die Musik ist voll geil. Ja, ich weiß. Kaufen. Belebung, Heilung, Heilstatus. Bronzehelm. Hä, ich will etwas, was mein MP wieder zurückbringt. Egal, ich gehe mal kurz speichern. Rückkehr der Königin. Rückkehr der Königin, okay. Din, din, din. Komm rein. Und gehen jetzt wieder komische Viecher kloppen.
Okay, da kommt nichts. Hier kommt auch irgendwie nichts mehr. Wieso nicht? Hier endet der Weg. Durch geheimnisvolle Energie versiegelt. Diese Musik ist irgendwie geil, immer wenn das passiert. Also kommen wir jetzt zum Schloss. Denn Schloss Gardia. Denn. Halt! Wer wagt es? Guck dir nur die Haare an. Woher kommst du, Kerl? Bist du einer von Margos Leuten? Willkommen, kleine Kinder, nehmen die gar nicht erst auf. Geh wieder brav spielen, ja? Hahaha, und jetzt raus mit dir. Sofort aufhören. Königin Lena. Die sieht aus wie Marle. Er weist ihm Respekt. Dies ist ein Freund von mir. Aber er ist irgendwie seltsam. Ja, du auch. Ihr gehorcht mir nicht? Vergebung, Gnädige. Bitte tretet ein, Herr. Küche. Das ist Marle, die versteckt sich da als Königin. Die tut so auch einen auf Königin, okay. Und ihr? Im unteren Stock könnt ihr ruhen. Okay, hier könnt ihr uns ausruhen, oder wie? Die Zehnerbrücke ist unsere letzte Verteidigungsmöglichkeit. Wir müssen sie halten. Du hast der Königin geholfen, sprich mit der Dienstmagd, um zu ruhen. Was ist mit denen denn los? Oh. Und hier? Markus' Truppen sind so ruhig, wie von einem Sturm. Ausruhen, ja. Dankeschön. Und weiter geht's. Hier kann man sich ausruhen, gut so. Vielleicht will ich auch noch später hier kurz rumleveln. Schade, dass es hier keine Speed-Taste gibt in diesem Teil. Also bei SNES. Deine ist da tot in der Ecke, okay. Die speisen die Soldaten, schnappt die auch was. Markus' Truppen sollten sich vor uns in Acht nehmen. Warum sollten sie? Was bist du für einer? Ich habe Hunger. Dienstmagd, hier ist euer Essen. Alles klar. Jetzt ist er wieder fröhlich. Das ist sehr gut. Dienstmagd, gib mir auch Essen. Dienstmagd, gib mir Essen. Hallo? Hunger? Setzt euch an die obere linke Ecke des linken Tisches. Achso, das Essen kommt jetzt. Was darf's sein? Frischer Salat, kräftiger Eintopf, Hyperkabob. Sekunde, ja? Ey, die gehen mir wirklich... Bitte sehr. Wiederhergestellt. Ich will mehr haben. Komm, ich will mehr haben. Ich will einen frischen Salat dazu jetzt. Als kleine Beilage. Frischer Salat. Sekunde, ja? Für einen Salat brauchst du nicht so lange. Bitte sehr. Warum läufst du zum Essen? Das Essen ist schon vor dir. Okay, ach scheiße. Ach egal, dann nehme ich da mal kurz einen kräftigen Eintopf. Kräftiger Eintopf. Sekunde, ja? Okay, aber ich verstehe nicht. Haben die jetzt eine Rückzeit? Also, bitte sehr. Das sieht aus wie Blut und Scheiße da drin. Aber ich verstehe jetzt nicht. Ist die Zeit so jetzt zurückgedreht? Hier herrscht Kleinkrieg. Kinder haben hier nichts verloren. Hey, halt, vielleicht weißt du es. Königin Lena möchte unbedingt Eiscreme. Was ist das? Eiscreme. Ich weiß, was Eiscreme ist. Herrscht Kleinkrieg. Sie will Eiscreme. Was zur Hölle? Ich will mich weiter bewegen, aber geht irgendwie nicht. Wo ist das Abendmahl? Oh Herr, es tut mir leid. Es gibt auch das Wort bitte. Wir führen da draußen Krieg. Könnt ihr uns nicht einmal satt machen? Mach nie so einen Rummel. Du bist nicht der einzige Kämpfer. Ich habe keine Zeit für solche Streitereien. Speise du gefälligst meine Männer. Ja? Züge dich. Ich allein entscheide, wer wann gespeist wird. Wann gespeist wird. Ich will mich bewegen.
Okay, ich kann mich jetzt wieder bewegen und du? Der Hauptmann versucht, seinen Vorgänger Sir Cyrus, Befehlshaber der Ritter, würdig zu ersetzen. Okay. Ist gewöhnlich sehr, sehr freundlich. Der Koch dagegen. Okay, kurz ein Safe State machen. Wissen ja nicht, was als nächstes kommt. Jetzt gehen in die Mitte nach oben. Und sehen uns mal das Spektakel an. Der Königssaal ist oben. Die Rittergemächer sind im unteren Stock. Links. Herr, ich verstehe, dass ihr meine liebe Frau kennt, gerettet habt. Was ist denn genau passiert?